Hey ho und willkommen wieder bei Stardew Valley. Und heute ist das Luau. Gleich ist mal vorne weg. Ich werde jetzt noch nicht die Fragerunde starten, sondern erst später Super Cucumba. You can find this rare fish in the ocean. Sonny can find it in the during summer and winter. Wow. Achso, wie wird denn morgen das Wetter? Regen? Nein, natürlich nicht. Damit ich bloß nicht das Fischbundle fertig bekomme. Cool. Ein Rezept von ihm. Geil. Was wollte ich denn jetzt die ganze Zeit sagen? Mann. Die sind auf jeden Fall noch nicht reif. Gott sei Dank. Da könnte ich mir was Besseres heute vorstellen als beim Luau. Das auch noch zu machen. Und habe ich gestern die Scheunentüre zugemacht. Ja, habe ich. Sehr gut. Ja, ich werde heute noch nicht die Fragerunde machen, weil ich noch nicht wirklich dazu gekommen bin, großartig dementsprechend einmal Fragen zu sammeln. Und zum anderen wollte ich das ja eigentlich in Verbindung mit einer richtigen Aufnahmesession machen, wo ich dann auch mehrere Folgen am Stück hochlade, wo ich mir dann die Fragen zum Beispiel auch aufteilen kann. So, jetzt hat es ja auch nicht mit Star Ocean geklappt, das habe ich auch schon in meinem Final Fantasy Let's Play gesagt. Die Elgato Game HD 60S, die eigentlich ganz geil sein sollte, hat eine scheiß Software, wie es scheint. Mein Computer hat die geilsten Voraussetzungen, 8-Kern-Prozessor, eine super geile AMD Radeon hat sie drinne und ja, eigentlich dürfte ich in Full HD mit 60 FPS aufnehmen können, sie tut es nicht, beziehungsweise liegt der Fehler darin, dass dann hier sind zu wenig Tiere im Stall, wunderbar. Liegt der Fehler darin, dass in der ausgegebenen Datei dann einfach Frames geskippt werden, ohne dass es mir während der Aufnahme zum Beispiel gesagt wird, weil normalerweise meldet das Programm, wenn Frames geskippt werden. Das tut es bei mir nicht. Und das Bedauerliche ist ganz einfach, dass ich dreimal versucht habe, den nächsten Part aufzunehmen und dreimal durfte ich über 20 Minuten halt in die Tonne kloppen. Und das war dann natürlich dann eine Stunde, die ich umsonst investiert habe. Das war nicht ganz so lustig. Und dann habe ich nochmal... Ich habe vergessen, die Eier reinzutun. Ach, ist mir jetzt egal. Ich habe danach noch drei weitere Stunden versucht, das Programm zum Laufen zu bringen. Mit allen Tricks und Kniffs, die ich versucht habe. Und nichts hat halt geholfen. Also ich habe wirklich drei Stunden lang mich durch die FAQs und was weiß ich nicht was durchgelesen. Und es hat halt nichts gebracht. Ich weiß auch nicht, ob sich einer von euch damit auskennt. Ich habe ja bisher die Elgato 30 genutzt, also die mit 30 FPS. Wo wesentlich pflegeleichter ist, weil 30 FPS ist ja heutzutage eh nie, fast nichts mehr wert, können wir fast sagen. Und ich habe ja extra mir einen dicken PC gemacht, damit ich viele Sachen gleichzeitig machen kann. Bearbeiten und aufnehmen, hochladen und aufnehmen. Und dass ich eben dann auch solche Aufnahmen machen kann, solche hochwertigen. Und es ist natürlich schon bitter, dass ich das jetzt nicht hinbekommen habe. Ich habe wirklich alles versucht. Ich habe die USB-Ports gewechselt. Ich habe ja USB 3.1 sogar schon an meinem Rechner dran. Und diese Festplatte hat den neuen Typ C USB 3.x dran. Das heißt, ich müsste den normalerweise auch mit sowas Hochwertigem verwenden können. Funktioniert nicht. Ja. Ich glaube, da brauche ich jetzt auch nicht weiter was zu sagen. Die Kernaussage ist, es hat nicht funktioniert. Ich habe alles ausprobiert. Ich habe ja sogar HDMI-Kabel ausgewechselt gegen High-Speed-HDMI-Kabel. Ja, warum tue ich eigentlich kein Käse rein? Gesund und lecker, Bokchoy. Ja komm, dann tue ich mal den. Ich nehme aber den vorsichtshalber auch noch mit. So, der Rest kommt wie immer in die Tonne. In die Tonne mit euch, in die Tonne mit euch. Bom, 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 bom. Ja, und wie ich auch herausgefunden habe, jeder hasst meinen Field Snack. Geil. Ich gehe, glaube ich, zu Fuß dahin. Es ist ja jetzt nicht so unglaublich weit. Ja, Bock, Bock. Ich merke schon.
Ihr seid unzufrieden mit der deutschen Wirtschaft. Ich doch genauso. Ja, ja, diese Enten, die wissen, wo lang es geht. Oder auch nicht. Hä? Wieso kommt die Jazz denn jetzt erst aus dem Haus? Also es sind auch so kleine... Hä? Babu! Du hast mich erwischt. Wieso kommt an einem Festivaltag eine Sequenz? Ich habe geplant, Emily um ein Date zu bitten. Ich war gerade an ihrer Türschwelle und alles, aber dann habe ich jemanden kommen hören und bin schnell in die Büsche verschwunden. Nun warte ich, bis sie hier fertig ist, mit Caroline zu reden, damit ich zurück in mein Haus schleichen kann. Was sagst du? Du wirst nie wieder deine Werkzeuge aufrüsten, wenn ich sie nicht frage? Du bist ein Bösewicht, Bambu. Okay, ich mache es. Ich muss mich an den Tipp erinnern, den mir Bambu im Saloon gegeben hat. Was? Habe ich nicht gesagt, er muss ganz er selbst sein? Emily? Sorry, Caroline. Könntest du mich für eine Minute entschuldigen? Ich muss in eine Sphäre abdriften. Oh, diese Bitch, jetzt hau ich einfach mal ab. Oh, schmeiß sie mich einfach zur Seite. Ja, Clint? Ich habe mich gefragt, ob du mit mir morgen... Ich habe 2 Tickets für das Grappleton Carnival Fest morgen. Würdest du mit mir dahin gehen? Na sicher, Clint, das hört sich toll an. Wirklich? Okay, ich hol dich um 5 ab. So spät? Okay, ich sehe dich morgen. Oh, wo ist jetzt Caroline, die Bitchin? Ach man, jetzt ist sie schon wieder abgehauen. Hast du es gesehen? Ich habe morgen ein Date. Yay! Oh Mann, ich bin so nervös. So, darf ich jetzt zum Festival? Oh, weia. Ich würde ja gern eigentlich den Käse lieber ins Wow reinschmeißen. Denn alles schmeckt besser mit Käse. Aber es ist ja mehr eine Suppe. Käsesuppe ist halt nicht immer geil. Wow, was war das denn gerade? Voll weggeglitscht. die labern wieder alle dasselbe wie im Vorjahr. Oh, warte mal. Ich hoffe, dieses Jahr ist die Suppe gut. Kind. Hey, schön dich zu sehen. Na super, das war's. Mal gut, dass ich mit Sunblocker gekommen bin. Ah ja. Was auch immer Linus da röstet, das riecht wunderbar. Ja, aber sie labern alle so ziemlich dasselbe. Governor, who cares? Alles klar. Hast du mich gerade ernsthaft gefragt, wie meine Farm vorangeht? Wie lange kennen wir uns? Oh, ich bin so voll. Gibt es hier überhaupt noch was anderes zu tun, außer zu essen? Hallo, Abigail. Abby. Super. Dann dürfte hier unten wieder der Zauberer stehen. Hallo. Ja, ja, ich stimme dir vollkommen zu. Bla, bla, bla. Ach, Alex, mein Boyfriend. Oh, Mann, oh, Mann. Mir ist langweilig. Vincent ist kein guter Tänzer. Oh, du bist auf meinen Fuß getreten, Liebling. Das ist ermüdend, Schatz. Bist du nicht bereit, das Buffet zu treffen? Und Emily ist mal wieder in ihrer eigenen Welt. George ist halt schon ein richtiger Arsch. Kann ich eigentlich auf die Trommel hauen? Schade. Shane, wir haben uns ewig nicht mehr gesehen. So.
Okay. Nein, ich bleibe hier beim Bok Choy. Mit einer hervorragenden Qualität. Okay, wir können starten. Wie wird er diesmal sein? Letztes Jahr hatten wir ja eine Solala-Suppe, die war ganz okay, aber auch nicht schlecht. Und dieses Mal wird mein Bok Choy den Unterschied machen. Jährliche Treffen. Ob der Governor irgendwann nicht mehr kommt, wenn man nur Scheiße jedes Jahr reinwirft? das ganze Jahr freut er sich drauf. Ah, dieser Bok Choy, der da drin ist, der ist exquisit. Ah, sehr wohlbekömmliche Suppe. Die Produkte von diesem Tal enttäuschen mich niemals. Lecker! Du hast alles sehr gut gemacht, Marnie. Du hast den Löffel gut geschwungen, wow. Nun, wer möchte noch Suppe? Ihr Geier. Time to head home. Habe ich noch Suppe mitgenommen oder nicht? Nö. Wow, es ist 10 Uhr abends und hier ist alles reif. Sehr nice. Können wir gleich mal wieder alles verticken. Den Käse verticken wir jetzt natürlich auch. Und dann hauen wir nochmal Simon Berry hier rein. Wir wollen ja nicht, dass uns langweilig wird. Summer Spangle Honey. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Ich glaube, das lasse ich da erstmal so stehen. Da kümmere ich mich mal irgendwann drum, wenn ich da ganz viel Lust und Zeit drum habe, mich um die Bienenstöcker zu kümmern. Diese Zeit ist jetzt definitiv nicht. Schade, dass immer nur normale Qualität da rauskam jetzt. Und dann machen wir mal überall die Türchen zu. Morgen muss ich unbedingt dran denken, vom Krobus die Iridium-Sprinkler zu kaufen. Den Iridium-Sprinkler. Das wäre natürlich geil, wenn ich gleich mehrere kaufen würde. Würde ich mir 8 Stück holen. Und dann hätte ich definitiv erstmal ausgesorgt. So, gute Nacht, meine lieben Tiere. Guten Abend, gute Nacht. Mir Liebe bedacht. Oder so eine Art. Okay, liebe Freunde, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Das Luau war ja ein voller Erfolg. Wow, der Part ging nur 13 Minuten. Sehr geil. Mein Boyfriend hat ja in 2 Tagen Geburtstag. Wie konnte ich das nur fast vergessen? Das müssen wir uns auf jeden Fall merken. Naja, wie gesagt, beim nächsten Mal, denke ich, starten wir dann schon die Fragerunde. Hier nochmal der Aufruf. Stellt mir einfach Fragen unter Hashtag HeyBamboo. Und ich werde sie im nächsten Part dann endlich beantworten, wenn ich genug Fragen zusammengesammelt habe. Also seid gespannt, schaltet ein und bis morgen. Ciao, ciao.